Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderbare Menschen zusehen. Du siehst heute wieder bezaubert aus, Freunde. Ich bin gut drauf. Wir haben einen neuen Song von Tuddle, von TJ Beastboy. Cringy heißt ja. Ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen oder wie ein normaler Bogen. Muss kein Flitzebogen sein oder auch wie ein Bettlaken. Wahlweise, Freunde, ja. Ich bin wirklich gut drauf, Mann. Ich bin gut drauf. Wir haben viele neue Songs bekommen. Ich habe schon ein paar Videos aufgenommen. Bin im Mood, Freunde. Ich bin im Mood. Ich wurde gefüttert schon. Ich habe jetzt Lust auf den Gruß aus der Küche, den wir jetzt hier haben. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. TJ Beastboy, Tuddle Back mit Cringy. Produziert von Young Kira. Shoutouts gehen raus. 1 Minute 50 ist das gute Stück nur lang. Oder kurz, in dem Sinne. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich immer drauf, was von Tuddle zu hören. Nicht alle Sachen munden mir 100%ig, aber vielleicht wird der hier mir zumindest 69%ig munden, Freunde. Ich bin sehr gespannt. Link zu meinem Kanal ganz oben in der Beschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir rein. Übrigens, ey, ganz kurze Mini-Side-Story. Auf meinem Instagram-Account gibt es ein Video von Tuddle, wo er vor 2 oder 3 Jahren sich ein Video von mir angesehen hat. Das war in irgendeinem Vlog von Luna, glaube ich, oder in irgendeiner Instagram. Es war ein Vlog, irgendein Vlog von Luna. Ich glaube, das war 2018 rum. Da sah ich noch ganz anders aus. Ich glaube, ich hatte meine Brille noch auf, ganz hohe Stimme, Pickelgesicht, hochgestylte Igelhaare und so. Und da kam irgendwas Neues von Dead Adam raus. Ich weiß nicht, was es war. Und ich habe drauf reacted. Und in diesem Vlog von Luna hat man halt gesehen, wie Tuddle sich meine Reaction gerade gibt. Und ich war damals so proud darauf, dass ich diese Szene aus dem Vlog rausgeschnitten habe und auf meinem Instagram gepostet habe. Und das Video ist bis heute noch auf meinem Instagram-Account online. Ihr müsst ein bisschen runterscrollen, aber es ist in meinem Feed. Ist irgendwie süß, Mann. Ist irgendwie süß. Keine Ahnung, weil ich bin so kind of mit Tuddle aufgewachsen. Ich bin jetzt 20 und ich bin mit Tuddle so ein bisschen aufgewachsen irgendwie zu dieser Minecraft-Zeit und so. Und der What the Fact-Zeit sogar eigentlich eher noch. Und, keine Ahnung, Mann, das war für mich dann so ein Point of Realization, wo ich so gesehen habe, damn, so mein Kindheitsidol quasi, weiß jetzt vielleicht nicht direkt, wer ich bin, aber guck gerade ein Video von mir an. Das war ein bisschen weird, Mann, also gutes weird, obviously, aber da habe ich so 1-2 Tage gebraucht, um das zu verarbeiten sogar tatsächlich. Funny Story, egal, wir hören rein, Freunde, ich bin sehr gespannt, Mann. Hallo. Hallo. The fuck, hä? Ist das so ein Meme, was man kennt? Umso schneller lacht ihr. Beastie Boys wieder back in deiner City. Beastie Boys wissen, happy dieser Jimmy. Ey, okay, hey. Erst einmal, Kira, Bruder, was ein schöner Beat. Der schmeckt schon mal sehr gut, Freunde, ja? Nices T-Shirt und, ey, dieser Vibe einfach. T-Shirt, die Haare wehen im Wind, du riechst die Meeresluft, das Meer ist am Rauschen. Das vermisse ich, Mann. Ah, Tuddle auch. Schöner Mann, muss man sagen. Schöner Mann. Bist wieder back in deiner City. Beastie Boys, wissen, happy dieser Jimmy. Jimmy Neutron, Digga. Ey, okay, warte. Beastie Boys, wissen, happy dieser Jimmy. Beastie Boys, was im Head wie dieser Jimmy. Jimmy Neutron, Freunde. Ey, Jimmy Neutron damals geguckt. Immer, wo lief das? Wo habe ich das geguckt? Super RTL. Ja, Super RTL. Immer Jimmy Neutron geguckt. Immer gewundert, wie seine Haare so sein können. Hab's nie gecheckt, bis heute nicht. Aber auch ein Kindheitsidol, Mann. Viele von euch Keks finden mich cringy. Doch Beastie Boy findet, wer cringy sagt, ist cringy. Halblange Ärmel schon. Ey, ich mochte die Stimmlage gerade sehr. Spacey so wie Captain Kirk. Boy findet, wer cringy sagt, ist cringy. Halblange Ärmel schon. Spacey so wie Captain Kirk. 50% Intro und 50% Extrovert. Ey, nice, Mann. So wie Captain Kirk, 50% Intro, 50% Extrovert. Nice, man. Shoutout zu Captain Kirk, Freunde. Welche Farbe trägt Captain Kirk? 3, 2, 1, gelb. Ich mach Movies wie ein Regisseur. Let it burn like the fucking bitch, but I make it squirt. Ey, wie er dabei gelacht hat, so. Nice. Ich liebe es, diese Delivery von ihm, so. Weil du siehst, er fühlt die Musik. Ich mach Movies wie ein Regisseur. Let it burn like the fucking bitch, but I make it squirt. So wie die Beauty, die gestern Abend bei mir war. Ey, schöner Flow. So wie die Beauty, die gestern Abend bei mir war. So wie die Beauty, die gestern Abend bei mir war. Dass ich der Beste bin, ist ein Fact und nicht debattierbar. Er macht Cash durch Betrügen, denn Ehre kennt von euch niemand. Ich mach Cash mit meiner Rübe wie Animal Crossing Spieler. Ey, nice, man. Ihr macht Cash durch Betrügen, denn Ehre kennt
von euch niemand. Ich mach Cash mit meiner Rübe, mit dem Kopf, wie Animal Crossing Spieler. Ich habe Animal Crossing nie gespielt. Shame on me. Shame on me. Boot mich aus, aber ich hab's gekauft. Nee, fuck, Digga. Hab Harvest Moon gekauft. Hab vor kurzem Harvest Moon gekauft. Ich nehme alles zurück. Hab noch nie mal Leben Animal Crossing gespielt, aber ich glaube, man macht. Ich sehe immer diese Karotte. Und ich glaube, die Karotten, mit Karotten dealst du da. Ich weiß nicht, ob Karotten da ein Code sind für irgendwas. Ich weiß nicht, warum die sonst alle so gut drauf sind immer. I don't fucking know, aber du dealst da mit Karotten, glaube ich. Cash mit meiner Rübe. Ey, ich liebe diesen Flow und dieses locker leichte. Das ist so, das ist für mich der erste Sommersong dieses Jahr, den wir bekommen. Weil es so dieses locker leichte Freiheitsgefühl gibt. Ey, I'm on a trip, und du kommst nicht mit. You can catch up, für dich ist Ketchup nur ein Pommes-Tipp. Ich hab schon drauf gewartet, weil das der Ketchup-Spit kommt. Nice. On a trip, und du kommst nicht mit. Für dich ist Ketchup nur ein Pommes-Dip. Ich weiß nicht warum, aber ich hätte gerne davon eine 10-Stunden-Version oder ein GIF. You can catch up, für dich ist Ketchup nur ein Pommes-Dip. Mein Schisch, du weißt, das ist grad meine Blütezeit. Ich übe fleißig und ich geb mir Mühe, weil ich liebe, was ich fühl dabei. Hab nicht mal einen Führerschein, aber ich lass den Kühler qualmen. In deiner Gang sind lauter kleine Vögel wie im Hühnerstall. Soll mich mein Producer. Ey, ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich so locker, leicht und frei einfach an. Er float unglaublich stabil auf diesen Song. Auf diesem Beat und es ist einfach so, ich habe so ein Freiheitsgefühl, ich würde gerne fliegen jetzt, wie so ein kleiner Vogel. Ey, der Producer Tag von Kira, einer meiner Top 5 Favorite Producer Tags. Ey, nice, man, dieser kleine On the Phone Bit hat mir sehr gut gefallen. Aber dazu wird's nicht kommen, außer wenn ich mich verwehr. Kein Interesse für ein Gespräch, was willst du Kecko schon erzählen? Du Keck, der keine Träume hat, Geschäfte mit dem Teufel macht, während ich mir brech ins Fäustchen lach und lässt sich meinem Kreuzland vor. Beastie Boys wieder back in deiner City. Beastie Boys ist im Head wie dieser Jimmy. Viele von euch Kecks finden mich cringy. Ich mag die Hook echt gerne, weil diese Stimmlage ist so voll angenehm. Doch Beastie Boy findet, wer cringy sagt, ist cringy. Weil cringy sagt, ist cringy. Geil, Mann, geiler Song. Einfach so dieses feel free und feel good feeling. Ich habe so übel die Sommer-Vibes bekommen, weil es einfach so, es hat sich so locker und leicht angefühlt, wie er da auch das so einfach runtergerappt hat. Das Meer im Hintergrund, das T-Shirt, seine Frisur, seine Haare, seine Attitude. Ich habe es geliebt und der Song hatte einfach einen nicen Vibe so. So ein feel good Vibe. Wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung. Einfach so ein feel good Vibe. Keine Ahnung, Mann. Einfach ein feel good Vibe. Ich glaube, so lässt es sich am besten beschreiben. Freunde, lasst mir eure Meinung zum Song gerne in den Kommentaren da. Ansonsten, ganz wichtig, Link zum Original ganz oben in der Beschreibung. Lasst Liebe und Support da. Und dann würde ich sagen, hey Freunde, sehen wir uns beim weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer natürlich. Hey, hey, hey. Und ciao, Leute.